Gott, lieber Bendo. Grüß Gott, Bendo. Was machen Sie denn hier? Ach, Morgan. Sehen Sie mal an. Ich bin zum ersten Mal auf dem Rennplatz, denn ich interessiere mich gar nicht fürs Pferd. Interessieren Sie sich fürs Pferderennen? Das begreife ich nicht. Gibt es etwas Schöneres, als auf dem grünen Rasen zu stehen und zu warten, bis das Geld weg ist? Ach, ist das schön! Sehen Sie doch da, Morgan, die Tafel. Was ist denn das? Das ist die Nummerntafel. Da werden die Jockeys und die Pferde hochgezogen. Mein Gott, die werden hochgezogen? Die Nummern, sonst weiß man doch nicht, wer mitläuft. Sehen Sie, nehmen Sie ein Notizbuch. Schreiben Sie sich auf. Nummer 1, Oleinik. Oleinik auf Gänseblümchen. Auf Gänseblümchen. Na, das ist natürlich keine Blume. Das ist ein Pferd. Ebenso wie Sie kein Mensch sind, sondern ein Rindsvieh. Pui, wie gemein. Na, sehen Sie weiter. Da ist Nummer 4. Wer ist das? O. Schmidt auf Parlophon. Ach, der singt? Aber nein, Parlophon heißt das Pferd. Dann ist Janek auf Putschliesel. Auf Putschliesel. Auf Putschliesel? Nummer 10. Wer ist denn das? Tutankhamen? Tutankhamen, das muss ein altes Pferd sein. Das haben sie irgendwo ausgegraben. Mein Gott, dass das noch laufen kann. Nummer 14, Jule Rastenberger. Auf Vorschuss. Was sagt der Mensch dazu? Morgan, das ist ein Pferd für Sie. Ja, ich glaube auch. Also wen könnte man da wetten? Ich habe sichere Informationen. Mir ist heute der Schwager vom Friseur, von dem Hauslehrer, der die Kinder vom Futtermeister, vom Baron Rothschild, unterrichtet, erzählt, dass Janek in dem Rennen nicht zu schlagen ist. Oder es nimmt ihm Seifert weg. Oder es ist eine Schiebung, man weiß ja nicht. Ja, ich werde 10 Mark riskieren auf Vorschuss. Ja, 10 Mark. Wollen Sie was mithaben? Ach nein, ich nicht. Ich wette nicht. Ich lach dann über Sie. Na schön, machen Sie, was Sie wollen. Ich werde 10 Mark riskieren, was kann das schon sein? Er wird zwar nicht viel bringen, er bringt nicht viel. Wenn er viel bringt, bringt er höchstens, wenn er es macht. Wenn er es macht, wenn er will, macht er es ja auch. Ach, wenn er will, macht er. Ja, wenn er es nicht macht, wollte er nicht. Ach, dann wollte er nicht. Und er konnte nicht. Ach, er konnte nicht? Na, so ein Pferd ist doch schließlich auch nur ein Mensch. Also was bringt er schon? Der bringt höchstens das Äußerste, wenn er viel bringt. Aber das ist schon übertrieben. Ein Favorit, also was kann er schon bringen? Er bringt höchstens. Wenn er nichts bringt, er. Wenn er es bringt, er bringt es aber nicht. Augenblick, Augenblick, sind schon alle am Zarn. Herr Doktor, wenn es anfängt, sagen Sie es doch, ich bin schon so aufgeregt. Ja, Augenblick, Augenblick, am Zarn sind Sie schon, gleich kann es losgehen. Gleich kann es losgehen. Achtung, Achtung, Achtung. 1, 2, 3, los! Seifert in Front, Seifert führt. Laufen Sie denn? Sehen Sie, der Einzige, der Morgan, laufen Sie denn natürlich schon? Natürlich laufen Sie schon. Sie laufen schon? Na, nehmen Sie doch Ihr Opernglas. Wo laufen Sie denn? Ach, Morgan, ich sehe immer nur Ihren dämlichen Kopf. Was glotzen Sie denn immer mich an? Dort sind doch die Pferde. Na, das muss doch Menschen gesagt werden. Seifert Ach, führt. Ist das jetzt schön. Ach, ist das schön. Ach, ist der Rasen schön grün. Der Rasen ist grün? Wofür interessiert sich der Ochse? Für den Rasen, natürlich. Aber Seifert bleibt, sehen Sie, auf den hätte man sich gesund machen können. Tutankhamen, nein, Gänseblümchen. Gänseblümchen macht es. Sehen Sie, der Einzige, der reiten kann, sitzt auf Gänseblümchen. Mit dem Tipp bin ich hergekommen. Man darf sich nicht abreden lassen. Der bringt ein Vermögen. Wo ist denn mein Jule Rastenberger? Wo ist denn Rastenberger? Da hinten kommt er. Sehen Sie sich das an. Hockt um wie ein Maikäfer. Ja, nur Zeit lassen, Herr Rastenberger. Schön langsam. Sie versäumen ja nicht. Für mein Geld, was? Das ist ein Stück im Modder, dieser Rastenberger. Schade ums Geld. Oh nein, da muss man nun auch gerecht sein.
Der eine reitet schnell und der andere reitet langsam. Reite du, Mann, langsam, Rastenberger. Die anderen reiten ja schnell. Die anderen reiten ja schnell. Albernes Geplapper. Sie gehören in die Kinderbewahranstalt, nicht daher am Rennplatz. So was Blödes. Gehen Sie weg da. Sie stören, alles lacht schon über Sie. Gehen Sie weg. Gehen Sie auf die Toilette. Ich brauch doch gar nicht. Ach Gott, Jule, Rastenberger noch immer hinten. Janek vorne, Janek macht, jetzt kommt einer von außen. Janek, das ist Janek, das ist Janek auf Lutschliesel. Lutschliesel heißt das. Ach so. Von außen kommt einer, von außen kommt einer. Ja, ja, wer ist denn das? Ja, wer kommt denn da? Rastenberger macht es. Oh, oh, Herr Doktor, jetzt aber, mein Gott, nein, das habe ich in meinem ganzen Leben noch nicht gesehen. Der Hinterste kommt ganz nach vorn. Halten Sie's Maul! Sie machen die Pferde nur scheu. Rastenberger holt auf! Rastenberger macht es! Rastenberger macht es! Jule! Jule! Jule, er lässt sich wegnehmen! Hauen! Peitschen! Hund verfluchter! Hauen! Nein, nein! Ich bin im Tierschutzverein! Aber Ihnen tut ja niemand etwas! Jule, meine Miete! Meine Miete! Jule! Jule! Jetzt mach das! Jule! 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 Tutankhamen hat es. Der Einzige, der reiten kann. Mein Gott, wer zahlt nun ihre Miete? Ihre Sorgen möchte ich haben. Gott, ist so ein Rennen aufregend. Oh! Oh! Was haben Sie jetzt wieder? Sehen Sie, jetzt muss ich auf die Toilette. Na gehen Sie schon. Sie haben ohnehin die ganze Tour vermasselt. Einmal und nicht wieder mit Ihnen auf Rennplatz. Die Rinski, die Verbotene.